Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video. Wir haben das Tablet vor uns. Ich habe eigentlich alles jetzt aktuell. Ich habe mit meinem Handy im Store auch gesagt, dass wenn ich hier Apps aktualisiere, ja, also wenn ich hier im App Store irgendwas aktualisiere oder eine App runterlade, soll die auch hier erscheinen. So. Ach, hier oh, drüben war der. So. Ich muss das mal so ein bisschen halten. So. Jetzt haben wir hier Bäume. Pin. So. Und wir haben jetzt schon viel mehr hier vorne zu sehen. Wie ihr seht, die Seiten sind voll geworden. Ich werde da natürlich einige Sachen aussortieren müssen. Aber es ist flüssig. Sehr flüssig. Ich gucke gerade, wo die Xiaomi Teams App ist. Das sind die ganzen Smart Home Sachen. Xiaomi. Ist halt Community, wollen wir nicht. Gibt es hier für das Tablet keine Themen? Kann man hier keine Themen aktualisieren irgendwie? Gucken mal nach. So. Mi Kalender. Xiaomi. Wir haben hier Teams gefunden, aber halt Mi Wallpaper, Mi, nee, das ist ein Mix Editor. Nee, haben wir nicht. Also ich wüsste hier wohl keine machen können. So, gehen wir mal hier rauf. Also kannst du keine, kannst ein eigenes Foto kannst du machen. Vorinstalliert. Und den finde ich schön. Kannst auch Foto ruf mal durch, das sieht auch ja nicht mal so schlecht aus. Aber ist mir jetzt ein bisschen zu wirbelig. Dann nehme ich das hier. So. Anwenden, speichern, festlegen. So. Anwenden für beide. So, zurück. Aber du kannst nicht die Schriftart oder irgendwas anpassen. Das finde ich sehr schade, weil die Teams-App mir sehr gut gefällt. Also wir haben auch hier links runter ist das alte, rechts runter, so sieht das neue aus.
Menü ist dunkel, ich habe ja den dunklen Modus angeschalten. Die Leiste bleibt wahrscheinlich, hier kann man ja mal entfernen, entfernen. Und kann man sich hier die wichtigsten Sachen raufballern, also hier zum Beispiel Kommunikation, das ist, das brauchen wir nicht, kann weg. Ja, mein Video brauchen wir auch nicht, also kann ich euch mal zeigen, zustimmen. Loslegen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie das hier läuft. Haben wir hier Striche? Das ist es nicht. Da. Ah ne, das ist nur die Optik. Darauf. Von neu nach alt. Standard, Name. Hier kannst du jetzt nichts einstellen. Bei. Aha. Ja, da muss ich den noch ausschalten. Kann auch raus. Braucht auch keiner hier. Das kann auch raus. Ach, das geht gar nicht raus. Okay, also das geht nicht raus. Scheiße. Das ist ja doof. Das ist sehr doof. Also die sind wohl fest vorgeschrieben, die drei hier, die müssen wohl da drinnen sein. Kamera. Warte mal hier, das wird das Energie sein. Ja. Menübenachrichtigung anzeigen. Berechtigung Geschwindigkeit erhöhen. Hier kann man dann Apps sperren. Wollen wir jetzt nicht. Cache löschen macht er, kann er auch automatisch. Ich muss mal gucken, wie das war, dass ich das mit der Rakete, also mit den einzelnen Optionen. So. Jetzt mal läuft da die Optimierung durch. Weil ich habe ja auf dem Handy auch die Rakete und Mülleimer bereinigen und so. Da kannst du dir nämlich in dieser App, ich weiß noch nicht aus dem Kopf jetzt gerade. Okay. Kannst du dir in dieser App dann halt praktisch so machen, dass es hier vorne drauf ist und dann würde ich mir dann hier unten drin machen, dass du halt immer mal schnell eine Bereinigung machen kannst. Ah, hier ist es. Mülldateien, zack. So. Und dann fragt er hier, was du halt noch löschen willst. Tiefenreinigung. Da. Benachrichtigung, Ausnahmen keine, täglich, scannen, nur mit WLAN. Ja, ist halt so ein bisschen vom Aufbau so ein bisschen anders als, als das Smartphone von Xiaomi, muss ich sagen. Aber so bis jetzt sehr flüssig. Wir müssen mal gucken, wenn wir jetzt hier auf Einstellungen gehen, was können wir denn hier machen? Platz von deinstallierten Apps ausfüllen. Änderungen nicht zulassen. Übergangseffekte. Wartet, lass mal. Und mehr. Was haben wir denn da noch drin? Wir können den Standard-Launcher hier auswählen, dann können wir auch einen anderen Launcher drauf machen. Mal gucken. Startbildschirm klassisch. Mit Schublade. Mit Schublade heißt dann praktisch,
dass ihr auf hier unten so ein wie bei Samsung-Handys so ein Symbol habt, da mit mehreren Punkten und da drückt, also dann halt nur auf dem Home-Bildschirm, jeden Bildschirm oder zwei habt mit den wichtigsten Sachen, die halt euch da drauf macht. Und alle anderen Apps müsst ihr dann drauf drücken und dann geht so eine Schublade auf und da ist das alles. Aber ich habe dann lieber so meine verschiedenen Seiten mit den verschiedenen Sachen, habe ich mich jetzt so dran gewöhnt und finde ich eigentlich ganz gut. Aua. Oh Gott. So, Systemnavigation. Da haben wir Gesten. Und wir können auch Tasten machen. Ich mache Tasten wieder. Ich mache mir wieder meine Tasten da unten drin. Hier kann man sich die Tasten dann auch anpassen. Ja, das ist dann halt dann, warte, dann Gesten so. Lernen, so. Kannst du halt anklicken und dann halt so wegmachen. Jetzt zeigt er dir jetzt hier alles. Von links nach rechts und so. So. Aber ich mache jetzt erstmal die Tasten rein und lass die drinnen. So. Akku geht noch. Platz von die installierten Apps ausfüllen. Änderungen nicht zulassen. Hintergrundfarbe. Standard bunt. Da nehmen wir blau. Oder haben wir auch schwarz? Lila-braun. Wir nehmen blau. So. Und dann können wir hier auch rausgehen. Jetzt arbeitet er kurz. Wenn wir jetzt ins Menü gehen, dann ist das hier blau. Ist auch durch das Design schon so. Ach, hier hat sich jetzt Chrom geändert. Wir haben jetzt andere Icons. Die sind aber schwarz, nicht blau. Mehr. Blau. Standard. Dann machen wir braun. Ja, dann sind die braun, die Felder. Ne, dann lasse ich lieber Standard. Ja. Können wir mal lila nehmen. Das hat damit nichts zu tun. Das wäre bei mir, in meinem Handy wäre das dann so, dass das da dann auch andersfarbig wäre. Mehr. Dann aber Standard. So. Dann sieht er wieder standardmäßig aus. Man erkennt es auch alles. Aber wirklich sehr, sehr flüssig. So, wir gehen mal jetzt nach hinten. Widgets. Und dann haben wir jetzt, ach, da haben wir ein Widget. Das können wir uns jetzt hier zum Beispiel raufpacken. Da ist die App. Die ist jetzt hier bei Widgets drin. Also das wäre jetzt zum Beispiel bei mir mit dem Besen drauf. Ja, weiß und Feld mit einem grünen Besen. So, zack. Cache bereinigt. Jetzt ist es hier auch verschwunden. Wenn wir jetzt hier wieder nach vorne gehen. Na, die Seite muss ich auch noch gucken, wie ich die installiere. So. Jetzt sind das halt hier Sachen hier drinne. Und jetzt sagen wir einfach, das ist halt alles, was im Cache ist nach der Linie. Aber das hier müssen wir auch noch sehen, wie wir das hier wegkriegen. Das war eigentlich auch normalerweise. Hier bei den Einstellungen, also beim Handy jedenfalls so, hier bei den Einstellungen mit bei. Auf mehr. Standard Launcher, Startbildschirm klassisch. Systemnavigator, Navigator-Tasten.
Tastenverknüpfung, Tastenspiegeln. Also für Linkshänder wäre dann auch Spiegeln mit bei zum Beispiel, dass man Zurücktaste und so spiegeln kann. Also da sind sie eigentlich schon gut mit bei. Moment, ich werde mal kurz den Akku wechseln. So, ich habe mal schnell den Akku gewechselt. Nicht, dass ich das umsonst aufnehme, wie beim letzten Mal. Hintergrundfarbe. Also bei meinem Handy ist es hier eigentlich mit bei und dann kann ich halt das ausschalten. Das ist nur Hintergrund. Widgets. So, hier haben wir dann noch WLAN, Bluetooth, die Uhr können wir uns hier reinmachen, zum Beispiel mit. Oh, zack, haben wir da die Uhr. So, da seht ihr sie auch. Widgets. Taschenrechner können wir uns auch als Widget drauf machen. So was geht beim Handy natürlich nicht. Das ist immer gut, da kann man hier mal schnell rechnen. Brauchen wir jetzt aber nicht. Notizen, das ist super. Kannst hier Notizen hinballern, kannst du eine neue Notiz, kommst du halt hier rauf, kannst du eine Notiz schreiben. Ja, das ist super. Ich muss mir hier sowieso alles noch anpassen. Hier haben wir nochmal Wetter. Da ist dann halt nur Wetter, ohne Uhrzeit, Musik, Chrome. Ja, da hast du dann halt auch so kleine Widgets von Chrome. Android Easter Egg. Ja, da kann man sich den Easter Egg einzeln als Widget noch so heraufballern. Das wusste ich gar nicht, dass sowas auch geht. Fotos. YouTube Music, Kalender, Kontakte, Gmail, also so wie er vom Handy halt auch erkennt. Plus, dass sie halt ein bisschen besser, größer und so dargestellt werden können. Und dass man halt einige Widgets halt direkt auf dem Desktop bedienen kann, ohne halt sie zu öffnen. Wie zum Beispiel Alexa, was haben wir denn da, wenn wir das hier mal hinmachen? Da kommen wir dann ganz normal in die Alexa-App rein. Und hier haben wir dann Einkäufe. Ist natürlich, ich bin jetzt nicht angemeldet, ist klar, sonst würde da die Einkäufe zeigen. Und dann kannst du dann hier halt zu den dementsprechenden Seiten springen. Das hat mein Handy leider nicht. Das würde ich mir für das Handy mal wünschen. Dass du dann halt dementsprechend verschieben kannst. So, und entfernen. Und wir auch hier entfernen. Jetzt gucken wir mal noch bis nach unten. Hier sind wirklich Arschspiele. Widgets mit bei, Netflix, Notizen nochmal, die Noticed. Magic, können wir uns Magic hier als hier Flur, bla bla. Ja, bestätigen. So, und dann haben wir hier so ein kleines Widget, was richtig geil ist. Man kann jetzt hier drüber meine Geräte anschalten. Jetzt natürlich nicht, weil ich nicht angemeldet bin, aber der hat es ja erkannt eigentlich. So, damit muss ich mich dann mal ein bisschen auseinandersetzen. Ach, jetzt, ich war noch in dem Dings drin, ne? Ah, Flur, machen wir mal an. Ja, Flur ist auch an. Ist ja geil. Das hätte ich mir gewünscht, dass man das hier vielleicht ein Stück größer machen kann. Ja, dass man dann halt so eine dickere Leiste hat. Zack, zack. Das ist cool. Ja, also, das ist ja richtig geil. Clever tanken brauche ich hier jetzt auch nicht. Hack über App.
Too Good To Go, Spotify. Hier ist auch nochmal Xiaomi mit eigenen App, mit Wetter und hast nie gesehen. Und die Reden an- und ausschalten. Telegram, Penny, Nintendo, Smart Life. Finde ich sehr gut. So, und dann können wir hier einfach raufgehen, sagen zack, machen wir den Cache leer. Haben wir nur noch die drei drauf, die wir auch entfernen können, so wie es aussieht. Und dann alles, wenn hier ein Strich ist, alles, was hinter dem Strich ist, ist im Cache. Finde ich super. Ja, schnell ist das. Also bis jetzt super. Und das für 0 Euro. Auch die Rückseite finde ich mega sexy. Auch die Kamera muss ich mal gucken, was die für Bilder macht. Aber das Ding habe ich nicht für Bilder machen. Das habe ich eigentlich nur so. Weil hier kann ich dann auch Apps drauf machen, die ich beim Fire Tablet nicht machen kann. Weil Fire Tablet ist ja leider begrenzt auf die von Amazon. Das Fire Tablet, ich liebe es zum Spielen und was weiß ich. Und auch Videos gucken und so. Oder E-Mails kann ich damit machen. Aber ich kann halt nicht den Chrome-Browser drauf haben. Und ich brauche den Chrome, da sind die Passwörter hinterlegt. Und da sind die Lesezeichen. Da kann ich dann gleich auf die Lesezeichen vom PC zugreifen. Da kann ich dann einfach mal... Oder auch meine Banking-App oder was weiß ich, kann ich dann einfach mal schnell drauf zugreifen. Das geht beim Fire Tablet leider nicht. Und das ist dann für Hausaufgaben oder für sowas ist das dann halt immer gut. Oder wenn wir dann auf den Standfuß machen und dann halt Chefkoch.de anhaben und dann können wir da nämlich Pause drücken. Beim Echo ist es leider so. Ich hoffe, dass sie das ja vielleicht mal irgendwann hinkriegen und dass man da eine Pause-Taste oder irgendwie nur so ein kleines Icon, zack, Pause. Und dass er denn da stehen bleibt, nicht ausgeht oder irgendwas. Aber jetzt ist es leider so, wenn du Chefkoch öffnest, du kannst dann auch das Video angucken, machst eine Pause, weil du musst ja dann irgendwie das erstmal machen, was die im Video gezeigt haben. Und dann guckst du halt nicht hin, dann wird der Bildschirm dunkel, machst Doppelklick, wächst ihn auf. Ja, dann ist da dann, hier ist dann alles wieder da, wo es war. Beim Echo leider, also beim Echo Show ist es leider nicht so, der ist dann wieder beim Homebildschirm. Leider, aber dafür haben wir ja jetzt Ditte, da können wir Ditte dann darüber machen. Und ich habe es ja auch nur genommen, für 0 Euro. Und dann wieder was zum Testen und was zum Rumspielen. Frauchen braucht ja auch noch ein Tablet. Ihr ist es, ach, der hat ein 8 Zoll Tablet. Der Laptop ist schon ewig lahm, da habe ich schon aktualisiert und erweitert und gemacht und getan. Und dass er mal ein bisschen schneller wird, aber... Also aus dem Schnellstart alle rausgeballert und hast nicht gesehen, aber der ist wirklich lahm. Und ihr Tablet, das ist so alt, das hat Android 8 drauf. Da werden die meisten Apps schon ja nicht mehr unterstützt. Ja, und dann kann ich sagen, hier, wenn sie wieder was, hier kannst du damit machen. Und dann ist er auch glücklich. So, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Wir machen mal noch aus, gucken mal, was dann passiert. Ist ja der richtige Knopf, ja. Achso, ich muss erstmal Tastensperre rausnehmen. Was nun? Achso, der hat jetzt hier. So, und dann machen wir hier oben. Nach oben wischen aus. Hier oben haben wir auch natürlich eine Frontkamera drin, logischerweise. Ja. Also schlägt sich gut, muss ich sagen. Schlägt sich sehr, sehr gut. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ich mache aber mal wieder in den Schutz hier rein. Das ist mir ein bisschen sicherer. Wenn es nicht mehr klebt, klebt es nicht mehr. Aber halt, dann bleibt es offen. Aber so, ist mir halt ein bisschen sicherer. Wegen Zerkratzen und so. Ich habe noch keine Schutzfolie dafür. Das muss ich mir alles erstmal holen und eine Tasche. Ja. Also Redmi Pad SE. Es ist kein High-End-Tablet, logischerweise. Aber es ist klein, schnell, leistungsstark. Hat Dolby Atmos. Also leistungsstark, also im Verhältnis mit anderen. 4 GB RAM, 128 GB System. Hat es für die meisten Anwendungen reicht es aus. 11 Zoll. Ja.
Und das soll es jetzt dazu gewesen sein. Ich werde es jetzt erstmal eine Weile benutzen und dann mal gucken. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.